Jetzt sind wir doch zusammen auf Elysium. Tja, das sind wir wohl. Hier sollte es eine Menge anderer Portale geben. Können wir nicht einfach hier bleiben? Aber Goal, das hatten wir doch schon. Anfangs habe ich ja auch gedacht, dass das eine gute Idee ist. Aber wer rettet die Welt, wenn nicht wir? Das ist unfair. Warum darf es uns nicht gut gehen? Goal? Probleme, Gefahren. Es ist fast so, als würde uns jemand beobachten und... Goal! Oh oh. Ronny! Bist du etwa für die ganzen Fuel-Loks verantwortlich? Sind sie nicht super und viel effektiver als die alten Robobediensteten? Zumindest werden sie häufiger nachgefragt. Besonders beliebt ist das Sicherheitspersonal. Jeden Morgen dasselbe. Kaum habe ich den ersten Fuel-Lok losgeschickt, gehen überall die Sirenen. Sicherheitsalarm! Sicherheitsalarm! Haha! Sie können gar nicht genug von ihnen bekommen. Ronny! Du musst damit aufhören. Die Fuel-Loks sind keine Sicherheitskräfte, sondern die Sicherheitslücke. Das ist ja das Schöne. Die Leute lieben das. Streicheltiere und Kartbahnen. Die Leute wollen Dramatik. Action. Jeden Tag ein neues Armageddon. Und dank dieser Zeitschleifenkiste gibt's all das vollkommen ohne Konsequenzen. Na? Wie findet ihr mein neues Unterhaltungsangebot? Du bist verrückt, Ronny. Mag sein. Verrückt nach Spaß. Das hier ist aber kein Spaß, Ronny. Das ist bitterster Ernst. Wie kann es ernst sein, wenn es keine Konsequenzen hat? Weil Konsequenzen wichtig sind. Ohne Konsequenzen ist einfach alles nur sinnlos. Papala Pups! Spaß ist immer sinnlos. Du irrst dich. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, ihr wisst einfach nicht, wie man richtig Spaß hat. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Was hast du mit uns vor, Ronny? Na, ihr seid natürlich Ehrengäste auf meiner Party. Immerhin warst du es ja, der mir beigebracht hat, wie man Fuel-Loks herstellt. Und der mit dem Aluhut meine Sicherheitsprotokolle außer Kraft gesetzt hat. Rufus? Es war notwendig. Wozu war es denn bitte notwendig, eine Rasse aus Killerwesen zu erschaffen? Ach, ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Aber zum nämlichen Zeitpunkt war es das Gebot der Stunde. Ist es denn so wichtig, wie es passiert ist? Genießt es doch einfach. Ihr könnt jeden Morgen wieder anfangen, meinen Fuel-Loks zu entkommen. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Du trägst aber keinen Hut, Ronny. Putzschnitzel, du hast recht. Warte, das muss ich sofort korrigieren. So ist es besser. Dein Hut ist dämlich, Ronny. Ich weiß. Aber versuch du mal, einen Hut zu falten, wenn du Blätter statt Händen hast. Nicht einmal Papierflieger kriege ich richtig hin. Hui. Oh. Sorry. Das Spiel ist für heute sowieso fast rum. Nicht mehr lange. Dann geht es wieder. Wiku, wiku, wiku. Ihr könnt mir gerne ein bisschen Gesellschaft leisten, während wir hier auf den Zeitsprung warten. Ich spiele euch dabei den neuen Song vor, den ich geschrieben habe. Deine Fingernägel einzeln aus den... Ja, ich glaube, das war jetzt lustig genug. Autsch. War ja klar. 50 Jahre Herz Magazine. Die besten Hüte aus 5 Jahrzehnten. Na, wenn das kein drolliger Zufall ist. Na los, lies vor. Was für Hüte haben es auf die Spitzenplätze geschafft? Auf Platz 1 ist die Melone. Eine hervorragende Wahl. Da müsste sich was Passendes am Fruchteisbrunnen finden lassen. Totschick, so singt es sich doch gleich viel entspannter. Deine... Na, lass die Hände schön da, wo ich sie sehen kann. Nagelbetten rauszuziehen macht Spaß. Olli!
Was? Willst du noch was loswerden, bevor alles wieder von vorne anfängt? Dein Hut ist dämlich, Ronny. Findest du? Oh, halb so wild. Alles kommt irgendwann wieder. Mode verläuft zyklisch. Also, welchen Hut soll ich als nächstes ausprobieren? Obsthüte sind auf Platz 2. Eine hervorragende Wahl. Da kann ich mir bestimmt was vom Nachmittagsbefehl stibitzen. Schnieke, nicht wahr? So singt es sich doch gleich viel entspannter. Deine Fingernägel einzeln aus den Nagelbetten rauszuziehen macht Spaß. Ronny, deine Augenlider. Was willst du noch was? Dein Fin. Oh, alles kommt, Bruder. Also. Aluhüte haben es immerhin noch auf einen guten 4. Platz geschafft. Eine hervorragende Wahl. Aber wo bekomme ich so einen nur her? Hattest du nicht einen bei dir im Computerkern? Ach ja, ich Dummerchen. So, besser geht's jetzt aber wirklich nicht. Immerhin ist dieser Moment! Was ist denn jetzt los? Das war doch ein Trick! Der Hut überlebt mein Avatar! Violax! Zum Angriff! Rufus, jetzt! Das ist unsere Chance! Dein Hut ist hiermit wieder voll out. Ah! Goal, jetzt!